Also heute Morgen wurden wir alarmiert als Bezirksamt, dass in einer wichtigen Wasserleitung hier für das Wohngebiet, wo über 2000 Menschen leben, gerissen ist und somit die Wasserversorgung nicht sichergestellt war. Und dann haben wir in dem Augenblick sofort den Katastrophenschutz alarmiert. Wir haben den Arbeiter-Samariter-Bund um Unterstützung gebeten und die Kolleginnen und Kollegen des ASB haben gemeinsam mit den Kollegen der Wasserbetriebe, mit dem Bezirksamt Wasserentnahmestellen, 8 Stück eingerichtet für die Menschen, und wir verteilen auch diese berühmten Trinkwasserbeutel, wo die Menschen dann auch sauberes Trinkwasser dann zur Verfügung haben. Und bei den Bürgerinnen und Bürgern, die Corona-Auflagen erfüllen müssen, also die unter Quarantäne gestellt sind und zu Hause bleiben müssen, da bringen wir das Wasser auch bis an die Haustür. Also in dieser Größenordnung ist diese Havarie in den letzten Jahren nicht geschehen. Das kann schon sein, dass aufgrund der wirklich komplizierten Temperaturlagen da was passiert ist, aber da können die Wasserbetriebe, glaube ich, mehr dann zur Ursachenforschung beitragen. Und ich finde es ja ein gutes Zeichen, dass sowas sehr, sehr selten passiert. Und es zeigt aber auch, und die Wasserbetriebe sind ja auch dran, die haben ja wirklich ein millionenschweres Investitionsprogramm jetzt aufgelegt, dass die Leitungen erneuert werden und auch neue Leitungen gelegt werden. Die Wasserbetriebe hoffen, dass wir es heute Abend noch geregelt bekommen. Und ich bin eigentlich relativ optimistisch, weil die Kolleginnen und Kollegen der Wasserbetriebe sagen, sie haben natürlich auch Erfahrung mit so Havarien. Das ist immer sehr unangenehm natürlich für die Bürger in dem Augenblick, aber ich denke, dass die Wasserbetriebe das gut im Griff haben. Also ich bin vorhin hier mal rumgefahren. Die Wasserentnahmestellen werden von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Ich denke, ein paar Stunden ohne Wasser, das ist zwar unangenehm, aber das nehmen die Bürger sehr gelassen hin. Wichtig ist, dass wir jetzt zeitnah wieder eine Wasserversorgung hinbekommen, weil natürlich Wasser wird überall gebraucht, im Bad, in der Küche, für die persönliche Hygiene. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dann auch zeitnah die Wasserversorgung wieder hinkriegen. Ansonsten sind die Bürger derzeit noch sehr gelassen mit der Situation. Ich denke aber, es kommt jetzt wirklich darauf an, dass es schnell wieder hoch wird.